Es wird ja so vom klassischen Fehlstart gesprochen, oder nach außen zumindest. Ich denke, dass es nicht ganz so extrem war. Wir haben natürlich, das ist ganz normal, bei 14 neuen Spielern inklusive des neuen Trainerteam, dass es dann irgendwo etwas dauert. Und wir haben dann sehr viele Spieler bekommen, die wo dann einfach auch aufgrund von Verletzungen oder länger auch nicht mehr unter diesen Bedingungen zu trainieren, dann auch ihre Zeit gebraucht haben. Und dann haben wir einfach ein Auswärtsspiel verloren, wo wir hätten nicht verlieren dürfen. Und dann ist es eben im Fußball so typisch, dass dann halt alles gleich schlecht ist. Wir haben jetzt erst 6 Mal in Folge gewonnen und haben seit 6 Spielen ein Gegentor bekommen. Das ist natürlich sehr positiv. Es gibt sicherlich noch viele Dinge, die wo noch besser werden müssen, weil es sind halt in der Liga doch 3-4 Mannschaften, die wo richtig gut sind und sicherlich alle die Ambitionen haben, auch Meister zu machen. Und entscheidend nochmal ist es, dass einfach die Spieler jede Einheit, wo sie hier sind, richtig gut arbeiten und es verstehen, dass eben in diesen 90 Minuten plus X auf dem Sportplatz, dass sie einfach die Verantwortung haben, alles zu geben. Im nächsten Spiel am Samstag gegen TSG Backnang erwarten wir ja wieder einen Gegner, der wo uns schon im Pokal geschlagen hat mit 1-0 in der Nachspielzeit. Ein Gegner, der wo jetzt in der nächsten Runde im Viertelfinale im Pokal den VfR Aalen geschlagen hat, also ein Drittligist daheim bei sich. Und von daher erwarten wir vor allem einen Gegner, der wo hoch motiviert ist und wo dann sehr kompakt in der eigenen Hälfte steht, verteidigt, alles reinschmeißt und natürlich dann auch im Umschaltspiel, was ja hier schon bei uns bewiesen haben, auch immer sehr gefährlich ist. Aber da wird man auch nicht überrascht sein, weil die Spiele sind alle gleich. Wir werden keinen Gegner haben, der wo sagt, so, jetzt kommt Stuttgarter Kickers, bitte nimm die Punkte mit. Also im Gegenteil. Und solange wir es verstehen und darauf vorbereitet sind, bin ich da guter Dinge. Los geht's!